Ist isoliertes Armtraining überhaupt nötig, um stärkere und muskulösere Arme zu bekommen? In der Fitnesswelt spalten sich hier die Meinungen extrem. Die einen schwören auf den Arm, der worein nur der Bizeps und Trizeps zerstört wird. Und andere Stimmen meinen, isoliertes Armtraining ist quasi unnötig und bringt jetzt keinen wirklichen Mehrwert an zusätzlichem Muskelaufbau. Ich selbst wollte es am eigenen Leib testen und habe in den letzten 30 Tagen wieder intensiv meine Arme trainiert. Denn ja, auch ich habe jetzt schon fast ein Jahr komplett aufs isolierte Armtraining verzichtet. Unser Ziel in dem Monat ist ganz klar, bestenfalls etwas massivere Arme zu bekommen. Einerseits habe ich hier zu Beginn meinen Bizepsumfang gemessen, den wir dann am Ende gegenüberstellen werden. Dann natürlich der optische Vergleich ohne großen Pump im selben Licht. Und ein kleines persönliches Zusatzziel hätte ich hier auch noch, und zwar meine Unterarme. Der Grund, warum ich zum Beispiel überhaupt nicht gerne kurze Oversize-T-Shirts trage, ist dieser. Ich habe verhältnismäßig wirklich sehr dünne Unterarme. Was bei kurzen Oversize-T-Shirts einfach dazu führt, dass es so aussieht, als hätte ich noch nie in meinem Leben ein Gym von innen gesehen. Also an meinen Unterarmen werde ich ebenfalls arbeiten. Also das ist unser Gameplan fürs kommende Monat. Aus meiner bisher sehr basic gehaltenen Trainingsroutine von dreimal die Woche einen Ganzkörpertrainingsplan wird 3 bis 4 Mal die Arme beanspruchen und davon sind 1 bis 2 Mal die Woche wirklich isolierte Trainingstage, wo der Bizeps, Trizeps, aber auch die Unterarme isoliert zerstört werden. Erstes Armtraining habe ich hinter mir. Direkt in der ersten Armday-Einheit habe ich meine altbekannte Lieblingsarmübung gemacht, und zwar Bizeps Curls an der SZ-Stange. Also 3 Sätze zu der Übung mit 6 bis 12 Wiederholungen. Das Gewicht wurde beim ersten Mal noch mäßig gehalten, wobei ich sagen muss, dass mich diese 5 Kilogramm je Seite doch schon sehr gefordert haben. Dann diese Trizepsübung am Seilzug, auch mit je 3 Sätzen zu je 6 bis 12 Wiederholungen. Und zum Schluss noch Unterarm-Curls. Und am Ende des Armtages werde ich immer noch eine kleine Beineinheit dranhängen. Die Unterarme wurden ebenfalls zerstört. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich die jemals so isoliert trainiert habe. Einige Arm-Workouts werden noch folgen, die 30 Tage. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Meine übrigen Trainingseinheiten sind Oberkörpertrainings, wo ich viele Grundübungen drinnen habe, sprich hier werden die Arme auch indirekt sehr beansprucht. Also zum Beispiel beim Bankdrücken der Trizeps und bei Klimmzügen der Bizeps. Und genau das ist einer der Hauptgründe, warum sich hier die Meinungen in der Fitnesswelt so spalten. Also, dass man den Bizeps und Trizeps nicht extra noch trainieren muss. Wenn man in seinem Trainingsplan sowieso viele Grundübungen wie zum Beispiel Bankdrücken und Klimmzüge drinnen hat, wo auch die Arme indirekt trainiert werden. Es ist der Morgen danach nach einer intensiven Arm-Day-Einheit und was soll ich sagen? Es fühlt sich so weird an, wieder wirklich so einen Muskelkater hier im Bizeps und beim Trizeps zu spüren. Also hier ein Muskelkater und auch im Trizeps, wenn ich so durchstrecke, direkt einen Muskelkater zu spüren. Das hatte ich wirklich ewig nicht mehr in diesem Ausmaß rein in den Armen. Es schon erinnert mich an früheren Zeiten. Ich bin zusätzlich noch in diesem Monat auf 3 bis 5 Gramm Kreatin und 2 Kapseln Ashwagandha pro Tag. Einfach weil es sich mit kommenden Videodokumentationen überschneidet. Da 2 Monate Ashwagandha. Erfahrungsbericht. Also gerne abonnieren. Die ersten Wochen wurden erfolgreich absolviert und jetzt mal Real Talk. Ich verstehe es zu 100%, warum manche Leute wirklich so sehr auf den isolierten Armtrainingstag schwören. Denn es ist einfach geil. Der Pump im Gym ist geil. Ich habe auch zusätzlich mal diese Bizeps Curls gemacht. Einfach weil der Pump in den Armen meiner Meinung nach nochmal ein ganz anderer ist und ein ganz speziellerer Dopaminrausch. Also nur bezogen auf das ist der Armtrainingstag auf jeden Fall mal ein fetter Win. Wichtig noch zu wissen, meine Ernährung blieb im Laufe des Monats circa gleich wie immer. Also circa 80% clean, mit guter Makronährstoffaufteilung und ausreichend Proteine. Und bei den letzten 20% achte ich nicht so drauf, da wird sich auch gerne mal was gegönnt. Ich baue hier aktuell auf eine intuitive Ernährungsform, also kein genaues Kalorienzählen, sondern ich konsumiere zum größten Teil einfach hochwertige Lebensmittel, was mir dabei hilft, einfach mit meinem Hunger- und Sättigungsgefühl meinen täglichen Kalorienbedarf zu decken. Gegen Ende hin hat mich der Dopaminrausch nochmal so richtig gepackt. Also vor allem, wenn man seinen Bizeps so richtig bis ans Limit zerstört, aber Alter! Ich schwör's euch, der Pump ist insane. Meine Hände zerreißt fast. Alter! Was passiert hier? Ich bin jetzt auf Ashwagandha und Kreatin, Alter. Ich komme vor wie Hulk, so blöd dass das klingt. No Eigenlob jetzt, Alter. Ich schwör's dir. Jetzt ist halt die Frage, ob das nur der Pump ist, der mich so massiv aussehen lässt. Oder ob meine Armmuskulatur wirklich gewachsen ist. Auf Pump sieht schon mal sehr vielversprechend aus, aber wie sieht's mit der wirklichen Gegenüberstellung im selben Licht ohne großen Pump aus? Ich muss hier fairerweise noch dazu sagen, dass ich 6 Tage in diesem Video auf Urlaub war. Die Zeit danach wurde natürlich Vollgas gegeben und so sieht's optisch aus. Die Arme wirken vielleicht schon ein bisschen
bisschen massiver als davor. Aber interessant wird dann gleich der messbare Unterschied. Bevor ich dazu komme, spreche ich kurz drüber, wieso ich fürs vergangene Jahr komplett aufs isolierte Armtraining verzichtet habe. Obwohl es mir, wie ihr es auch im Video gesehen habt, eigentlich richtig Spaß macht und ja, mein gewähltes Zeitfenster je Woche für Krafttrainingseinheiten im Gym, damit ich es realistisch gesehen jede Woche meines Lebens durchziehen kann, beträgt 3 Einheiten zu je maximal 45 Minuten wirkliche Trainingszeit. Ich bin kein Bodybuilder oder Kraftsport-Enthusiast, wo das an oberster Stelle meines Lebens steht. Ich liebe Sport an sich und bewege mich auch anderweitig gerne. Also meine Ziele mit dem Kraftsport mit meinen 3 Einheiten sind: ein definierter Körper mit eher wenig Körperfett und genau so viel Muskelmasse, die für mich größtenteils mit intuitiver Ernährung, ohne extremen Essgewohnheiten, die einen extrem einschränken können, erreichbar und auf lange Frist haltbar ist. Also grundsätzlich ein sportlich muskulöser Look, aber nur bis zu dem Grad, wo ich für mich alle positiven Effekte vom Kraftsport mitnehmen kann, wie zum Beispiel die ständige Überwindung und die kleinen Dopaminkicks als Belohnung, was auch sehr gut für die mentale Gesundheit sein kann, die Zeit für mich selbst im Gym, wo ich gerne auch meine Gedanken reflektiere, der erhöhte Testosteronspiegel durchs Krafttraining, der auch wieder sehr viele positive Effekte mit sich bringt, insgesamt mehr Energie, der Stressabbau und so weiter. Also kurz zusammengefasst ist mein Ziel mit dem Kraftsport, einerseits die gesundheitlichen Vorteile davon mitzunehmen und andererseits ein sportlich muskulöses Erscheinungsbild. Also an oberster Stelle meines Trainingsziels steht nicht die krasseste optisch betrachtete Form, koste es was es wolle, sondern Effizienz in Sachen Zeit, Ernährung und alle anderen Sachen, die einen irgendwie einschränken können. Meine Kraftwerte konnte ich in diesem Monat bei den isolierten Armtrainingsübungen um einiges steigern. Bei den Bizeps Curls wurde zum Beispiel aus 5 Kilogramm je Seite 10 Kilo, aber unterm Strich muss ich dann doch sagen, auch der messbare Unterschied meiner Arme hat mir tatsächlich bestätigt, dass es mit meinem Zeitfenster, also 3 etwas kürzeren Trainingseinheiten je Woche, wahrscheinlich nicht der optimalste Weg ist, die moderate Zeit auch für isolierte Armtrainings aufzuwenden. Denn messbar gab es keinen großen Unterschied vorher, nachher, obwohl ich insgesamt auch meinen Trainingsumfang mit manchmal sogar 4 Trainingseinheiten je Woche erhöht habe. Es waren nach wie vor ca. 36 cm auf 1,78 Körpergröße mit einem eher geringeren Körperfettanteil. Also wirklich zum größten Teil Muskelmasse und damit fühle ich mich wohl. Meine Unterarme sind weiterhin relativ schmal. Hier hätte ich im Nachhinein betrachtet vielleicht besser eine andere Übung machen sollen, was eher den Bereich hier unten beim Handgelenk anzielt. Aber ich sehe das Positive darin. Dann werde ich halt eher einfach auf kurze Oversize-Tees verzichten und mit gezielter Körperbetonung die Seiten hervorheben, die mir positiv in die Karten spielen. Denn ja, man kann es auch so sehen. Etwas dünnere Unterarme lassen im Gesamtbild die Oberarme im Verhältnis betrachtet sogar etwas massiver aussehen. Also den Mehrwert, was ich aus dem Video auf jeden Fall mitgeben kann, ist, ob du da draußen extra isolierte Armübungen in deinen Trainingsplan mit einbinden sollst, hängt von deinen sportlichen Zielen und von deiner Bereitschaft ab, wie viel Zeit und Energie du investieren willst. Wenn du wie ich mit weniger Einheiten die Woche unterwegs bist, kann man isolierte Armübungen ruhig auch streichen, wenn man indirekt die Arme mit vielen Grundübungen beansprucht. Was ich aber noch dazu sagen möchte, Isolationsübungen sind generell nicht sinnlos, sondern können perfekt zusätzlich helfen, um seine Schwachstellen gezielt zu trainieren. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du Sport machst, falls ja, welchen und wie oft. Über ein Like würde ich mich mega freuen. Hier siehst du ein weiteres Video von mir. Mein Name ist Andy Blizzy und wir sehen uns nächsten Samstag 16 Uhr. Peace.